Digital Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Natürlich ist bei vielen von euch, sind die großen Ferien schon oder fast schon vorbei, aber die nächsten Ferien kommen bestimmt. Zum Beispiel Herbstferien, bei uns in Bayern, da sind noch Ferien und vielleicht fahrt ihr bald weg oder ihr fahrt sicher mal wieder in Urlaub. Und wir haben uns ein paar Apps heute rausgepickt, die euch da ja in gewisser Weise weiterhelfen. Ja, das haben wir gemacht. Man wird es kaum glauben. Wir stellen heute 5 verschiedene Apps vor. Die kommen auch aus ganz verschiedenen Sparten. Ein Foto-App, ein, wie man sich ein bisschen Daten speichern kann. Dann, was haben wir noch für Apps? Ah ja, oh, das allerlustigste App von allen heißt Wonderful Days. Sagen wir noch nicht so viel dazu. Und noch, ja, noch und was anderes. Ja. Wir haben sogar Apps, mit denen man analoge Dinge produzieren kann. Aber fangen wir erstmal mit den digitalen Dingen an. Und vielleicht fahrt ihr weg und sagt, naja, Urlaub ist schön und gut, aber so ganz offline, das, wer mag das schon? Halten die wenigsten von uns aus, die Generation iPhone kann es auf jeden Fall nicht mehr, die Generation Facebook, die tut sich damit auch schon schwer. Genau. Und vielleicht denkt ihr euch ja, Mensch, ich möchte im Ausland nicht offline, sondern online sein. Und was kann man da zum Beispiel machen? Ja, man kann zum einen kann man natürlich sich das iPhone-Vertrag ungebunden gekauft haben und im Ausland zu einem ganz normalen Internet, zum ganz normalen Telefonprovider gehen und sich da eine SIM-Karte geben lassen. Ist, wenn das so ist, tatsächlich jetzt auch beispielsweise meine Empfehlung, weil ihr habt halt auf keinen Fall, oh, ich bin im falschen Netz eingeloggt und muss jetzt noch mehr Roaming-Gebühren zahlen. Wenn es aber nicht so ist und euer Anbieter euch eine Möglichkeit gibt, zu akzeptablen Konditionen Datenroaming zu machen, dann wollt ihr das vielleicht tun. Genau, es gibt mittlerweile die meisten, die ein iPhone haben, oder sagen wir mal, die Leute, die schon länger das iPhone haben, sind meistens Telekom-Kunden. Da gibt es mittlerweile auch relativ brauchbare Roaming-Tarife. Es unterteilt sich in diesen Europa-Pass, den gibt es in M und L. Kostet einmal, soweit ich weiß, 4,95 am Tag, dann hat man 50 Megabyte im Ausland zur Verfügung. Das ist der L. Und der ist begrenzt bei maximal zahlt man dann 14,95, also wenn man deutlich mehr Daten auch hat, man wird irgendwann runtergeregelt. Also das ist auf jeden Fall bezahlbar. Wenn man jetzt aber sagt, Mensch, ich bin jetzt da im Ausland und ich muss da ein bisschen drauf achten, habe nur 50 Megabyte. Am Rechner konnte man da oder bei anderen Telefonen kann man da so einen Proxy einschalten. Das ist beim iPhone ein bisschen schwierig, war beim iPhone ein bisschen schwierig, weil jetzt gibt es ein Programm, das nennt sich Onavo. Onavo tut nichts anderes als ein Proxy zwischenschalten. Wie das geht, erkläre ich gleich. Und ist eine ganz coole Angelegenheit. Ja, man hat auch vor allem überhaupt keine Arbeit damit, sondern man installiert einfach das App aus dem App Store, ist dort auch kostenlos zu bekommen. Heißt so, wie wir es gerade gesagt haben, Onavo. Mhm. Hat wahrscheinlich schon der Leo Third, habt ihr den schon gelesen? Basti, zeig uns auch, wie es geht. Genau, also ihr habt Onavo, ihr installiert euch das kostenlos aus dem App Store, was ich ganz großartig finde. Ich setze es mal kurz, ich lösche mal kurz das Profil. Und da kommt auch schon raus, wie Onavo eigentlich funktioniert. Jetzt suche ich mal deine Einstellungen. Onavo installiert euch im Endeffekt andere APN-Settings, also die Zugang des Internet, Zugriffspunkt-Settings, wird dann wieder zurückgeleitet über euren eigenen APN, den euch, weiß ich nicht, Telekom, O2 oder wer auch immer zuweist. Ich entferne den mal kurz und dann seht ihr jetzt auch gleich, wie das funktioniert. Jetzt entfernen wir mal kurz das Profil und jetzt starten wir, na, gehst du weg? Jetzt starten wir Onavo nochmal und in der Regel erkennt er dann beim ersten Start auf jeden Fall, sagt jetzt hier, okay, es ist kein Profil installiert. Beim ersten Start kommt sofort eine Meldung, willst du das installieren? Sage ich jetzt hier, ja, möchte ich installieren, komm auf eine Webseite von Onavo. Da installiert er dann das Profil. Jetzt fliegen wir gleich wieder aus dem Safari raus und kommen in die Systemeinstellungen. Und da wird das Profil jetzt installiert, sobald ich auf Installieren drücke. Und da werden jetzt diese alternativen APN-Einstellungen installiert. Wenn ihr zum Beispiel bei einem Provider seid, ich war zum Beispiel bei O2 wir waren bei Vodafone und da kann es ja auch sein, dass man bei O2 war das bei mir so, da kann man ja zum Beispiel auch bei Debitel sein oder irgendwas und das ist ja dasselbe Netz. Der fragt einen dann, wo bist du eigentlich in Wirklichkeit? Bist du bei O2, bist du bei irgendwas oder irgendwas? Und das stellt man dann ein, je nachdem werden die Einstellungen richtig gesetzt. Bei 90%
Der Provider findet das aber automatisch, weil wenn ich bei der Telekom bin, Michael Telekom, da habe ich immer denselben APN. Das ist aber bei Vodafone anders als beispielsweise bei O2 beispielsweise anders als bei Debitel. So, jetzt benutzen wir das einfach und wir müssen nichts weiter tun. Wir haben das installiert, die App kann wieder zugemacht werden, die muss jetzt nicht irgendwie gleichzeitig laufen und ich kann nur in der App surfen, sondern das ist jetzt iPhone-weit. Das heißt, ich kann es natürlich auch benutzen, wenn ich zu Hause bin, aber im Ausland bringt es mir viel mehr. Und du hast es jetzt mal einen Tag benutzt, ich habe es jetzt im Urlaub benutzt und war recht begeistert. Und wir können uns das mal angucken. Ja, viel, viel gespart hast du jetzt natürlich nicht, weil du hast es jetzt einen Tag benutzt. Aber wir sehen schon, du hast 1,5 Megabyte benutzt, sehen wir hier. Und gespart wurden 980 Kilobyte. Das sind über 50%. Das funktioniert so. Wie gesagt, da ist ein anderer APN drin. Jetzt greift euer Telefon auf Google Maps zu zum Beispiel, dann sagt das iPhone, also Unavo, ich hätte gerne Google Maps. Unavo sagt dem APN von deinem Fall T-Mobile, ich hätte gerne Google Maps Daten. Google Maps gehen zu T-Mobile, gehen wieder zu Unavo zurück. Die nehmen das, finden, aha, Bilddaten, komprimieren das zusammen und schicken das an dein Telefon. Ich kann hier in den Einstellungen auch einstellen, wie stark er das komprimieren soll. Irgendwo da. Da ist es. Also ich kann jetzt die Image Quality runter regeln. Ich kann sagen, komprimiere mir auch E-Mails und so weiter und so fort. Umso stärker ich hier natürlich die Image Quality runter nach links regel, umso schlechter wird halt dann auch die Bildqualität. Aber damit kann ich halt im Zweifel leben, wenn halt meine Google Maps ein bisschen gröber aufgelöst aussehen. Wenn ich dafür mir viel Daten spare. Also ich hatte so ein Paket von O2 jetzt im Urlaub, da habe ich, das ist so ein Smartphone-Pack, da hat man 10 Megabyte am Tag und zahlt 3,50. 10 Megabyte ist nicht viel, aber zum Twittern reicht es allemal. Und ich habe halt am Tag ungefähr 6 Megabyte verbraucht. In Wirklichkeit wären es aber ungefähr 18 gewesen, was eine Menge ist. Aber Twitter ist halt nur Text. Das lässt sich wunderbar komprimieren. Das kriegen die ganz toll hin. Und ich bin halt nie über meine 10 Megabyte rausgekommen. Und von daher kann ich es sehr empfehlen. Also ich habe es jetzt nur in einem Urlaub eingesetzt. Man muss natürlich dem vertrauen, was da steht. Aber wenn er sagt, du hättest eigentlich 18 benutzt und am Schluss sind nur 6 rausgefallen, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Angelegenheit. Es kostet euch nichts und kriegt von mir eine Empfehlung. Vielen Dank an der Stelle an Rudi, der hat mir das empfohlen. Dr. Urlaub an der Stelle, der braucht das natürlich immer Ständig. und überall. Genau, und Ja, was auch Approval. noch wichtig ist, was man sagen kann, man merkt davon wirklich überhaupt nichts. Es ist nicht so, dass man irgendwie die Bilder länger brauchen, bis sie geladen werden, wenn man ganz normales 3G-Netz hat, oder dass man irgendwie merklich beim Surfen langsam unterwegs ist. Also es ist Gar ganz nicht, normal. ja. Man hat da überhaupt hat überhaupt keinen Verlust, man profitiert eigentlich nur davon. Also das Einzige, wo man es wirklich merkt, ist halt, dass Bilder ab und zu nicht so schön aussehen. Ich gucke mal kurz, ob wir es vielleicht in der Karten-App sehen können. Weil da ist es mir halt am meisten aufgefallen, dass halt so eine Karte nicht mehr so schön aussieht, wenn besonders wenn man so die Hybridansicht wählt. Volksfestplatz Dachau, da plant schon jemand. Ist schon vorbei. Oh, plant jemand rückwärts. Ja. Man kann es jetzt nicht so wahnsinnig gut erkennen. Also es sieht ein bisschen JPEGiger aus, als es normalerweise tut, Das ist super. wobei es jetzt aber eigentlich geht. Also ich hatte, ja, man sieht es so ein bisschen. Also nicht wirklich viel. Ich hatte es auf Rodos noch ein Stück weiter zurückgedreht. Da hat man es dann schon gemerkt, dass da Datenkompression vorhanden ist, oder auch bei Bildern aus Twitter oder so. Da sieht man es schon, aber es ist ja in Ordnung. Ja, gut, vielen Dank, Basti. Wir zeigen euch diese App natürlich nicht nur da aus dem Grund, dass es einfach eine gute Möglichkeit ist, sich der Daten runterzuregeln, sondern natürlich, wenn man im Internet ist, man möchte ja so viel surfen, wie man kann, und da ist es natürlich eine einwandfreie Möglichkeit. Warum? Weil gerade Bilder interessant sind, das darunter zu stellen, ist unser nächstes App, das wir vorstellen. Das ist zum einen Instagram. Also wer Instagram noch gar nicht kennt, Instagram ist sozusagen der Social Media Profi, was Bilder angeht. Das ist sozusagen das Bilder-Facebook. Man braucht einen Account und man kann dort auch ganz normal Leuten folgen, wie bei Twitter oder bei Facebook. Und das macht Instagram, kann das, also es funktioniert komplett auf dem iPhone. Man muss da eigentlich, glaube ich, gar nicht raus zum Anloggen. Man kann dann hier auf sein Profil klicken und kann dann hier einfach kann Freunde suchen, kann dann hier die verschiedenen Netzwerke durchkämmen, oder wenn man weiß, es ist schon jemand dabei, kann man auch nach dem Benutzernamen suchen. Und
Was das Schöne ist, wenn man jetzt natürlich vielen Leuten folgt, dann hat man hier sozusagen einen Feed, der ständig eigentlich aktualisiert wird. Und man bekommt von diesen Leuten, denen man folgt, immer die aktuellen Fotos, die sie gepostet haben. Ist natürlich schön, wenn jetzt viele Leute gerade in der Sommerzeit im Urlaub sind, dann sehen sie, wo waren wir gerade oder was machen wir, wenn man jetzt hier mal so durchgeht. Ich habe jetzt hier mal zwei Sachen gepostet, da war der Kevin Rose irgendwo unterwegs, hat mir der Gas gegeben. Ja, und dann sieht man halt hier ganz viele lustige Fotos. Hier ist zum Beispiel ein Hund, der fotografiert wurde. Und man hat auch immer so einen Stream sozusagen. Das sind die aktuellsten Fotos, die gemacht wurden. Die kann man sich auch anschauen. Ja, das ist das eine. Aber man möchte natürlich im Zweifel nicht nur Fotos anschauen, sondern auch welche mit Instagram machen. Dafür haben wir hier diesen Mitteilen-Knopf, wo auch die Kamera drauf ist. Und was wir dann da sehen, ist ganz normal die Kamera. Ich fotografiere jetzt mal den Basti. Hier ist so optisch schön. Wir machen ihn ein bisschen schärfer. Ja, wunderbar. Genau, es wird ausgelöst und jetzt, was Instagram kostenlos zur Verfügung stellt, sind ganz viele Das ist aber besonders gut gemacht. vordefinierte Filter. Man kann jetzt, wenn man hier aufs Bild klickt, kann jetzt hier zum Beispiel einen Tilt-Shift machen, spare mir sozusagen den Tilt-Shift-Generator, kann jetzt hier auf den Kreis wechseln, macht hier den Basti ein bisschen hier Tilt-Shiften, alles drumherum, das unscharf wird und ich kann dann hier einfach eine Vorauswahl, das nehmen wir hier, das ist ja Pop Rocket, ist doch perfekt. Awesome. Klicke ich auf Weiter. Und was ich jetzt noch machen kann, was es natürlich immer auch interessant macht, ich kann das jetzt einen Namen geben. Ich gebe jetzt hier einfach hier, machen wir hier Digital Upgrade, Dreh. Also diese Filter, die man da sieht, die imitieren halt so einen Analog-Fotografie-Look, was ja sehr im Trend im Moment ist. Kann ich Und hier noch genau. den Ort angeben? Oh. Und was ich jetzt noch machen kann, wenn ich mich mit verschiedenen Netzwerken verbunden habe, kann ich direkt raus twittern und auch bei Facebook posten. Drück nur noch auf Fertig. Und Ja, gut, haben wir jetzt abgeschaltet, damit wir nicht andauernd genau. gepusht werden. Das war's. Wir möchten es nicht. So, und das war's. Jetzt habe ich das Foto hier einfach an meine Freunde gepostet. Also alle, die mir folgen, die können es jetzt im Feed sehen. Die Leute, die bei Facebook oder bei Twitter mir folgen, sehen das Bild jetzt auch. Was echt cool ist, wenn jetzt jemand euch folgt und wir gehen jetzt in Feed auf ein Bild von jemand anderem, können wir da, wie wir sehen, entweder gefällt mir drücken oder wir könnten es kommentieren. Und wenn das jemand macht, kriege ich eine Push-Nachricht aus der App raus und kann mir direkt die Kommentare angucken. Ist ziemlich cool gemacht. Also es ist so ein bisschen ein eigenes, ich sage jetzt mal Twitter für Fotos. Ja. Und meistens ist da recht schöner Content drin. Also ja, man sieht es hier zum Beispiel. Also Hier sollte man da das ist sein. echt auch fotografisch oft wirklich ansprechendes Zeug dabei. Und man kann nicht nur Fotos machen, man kann sich auch ein Foto aus der Library nehmen und das durch Instagram durchschieben, Genau. wer das lieber haben möchte. Und natürlich, was immer auch wichtig ist, man kann auch hier in den Einstellungen, zum einen kann man auch sagen, dass die Fotos privat sind. Das heißt, wenn jemand einem folgen möchte, muss er erst eine Anfrage stellen. So kann man natürlich auch ein bisschen managen, wer hat Zugriff auf die Fotos. Ja, so viel dazu. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Programm. Wer jetzt Fotos gemacht hat und zum Beispiel Fotos da postet und die nach Hause schickt damit und Leute sich das angucken, er dann aber feststellt, dass die Oma zwar auch gern Fotos sieht, aber die mit dem Twitter und Instagram und iPhone noch nicht so viel am Hut oder nicht mehr so viel am Hut hat und sich das auch nicht ändern Die wird. Oma ist nämlich schon so alt wie das WebOS und deswegen kann sie sich jetzt nicht mehr anschauen, weil es eingestellt Bei wurde. ihr muss man halt nur hoffen, dass sie nicht so bald abgesetzt wird. Gut, aber angenommen, man möchte jetzt tatsächlich auch zur Oma oder zu anderen bekannten Verwandten Karten nach Hause Was hat schicken. man da im 19. Jahrhundert gemacht? Man hat Postkarten versandt. Woo! Und das kann man natürlich heute auch. Früher hat man sich irgendwelche hässlichen Karten gekauft, wo dann nackerte Hunde drauf saßen, die irgendwelche Eistüten am Strand schlecken. Das möchte man natürlich im Zweifel nicht unbedingt mehr so gerne schicken, sondern man hat jetzt eine Kamera immer dabei und möchte vielleicht Bilder verschicken, Karten verschicken, wo man selber drauf ist. Und das geht jetzt auch direkt vom iPhone, alles vom iPhone aus. Und ich habe vor kurzem da sehr viele von diesen Apps getestet. Das Fazit ist, sie sind alle beschissen. Und zwar wirklich total beschissen. Und ich zeige euch jetzt einfach die App, Die am wenigsten beschissen Wo ist. man nicht so arg viel, die ist genauso beschissen wie alle anderen. Man kriegt ein bisschen weniger Augenkrebs, weil sie nicht ganz so potthässlich ist. Und sie ist am billigsten. Und das waren dann im Endeffekt die Ausschlaggebenden. Also alle Apps geben sich da nicht viel. Selbst die Deutsche Post hat eine, die vom Umfang her schön wird. Und sobald man bezahlen will,
bekommt man Brechreiz. Aber ich zeige euch heute von Fotopost24 das App Postkarte. Ist kostenlos im App Store erhältlich. Und wir sehen schon, was uns da für ein wunderschönes UI begrüßt. Zum Glück habe ich vorhin die Anti-Brechpillen genommen, sonst würde das jetzt hier sehr ausarten. Ich kann einfach hingehen erstmal und sagen, entweder möchte ich ein Foto mit der Kamera nehmen, machen, so wie man das halt kennt. Wow. Das ist natürlich für euch, ich hoffe, wir haben noch Bild. Ich habe gerade ein bisschen gezogen an dem Ding. Machst du das lieber hochkant? Ich mach's mal hochkant. Kommen wir noch Bild? Sehr gut. Der Peter nickt. Verwenden. Ich kann natürlich auch eins aus dem Album nehmen, nachdem ich ja weiß, dass der Tino immer jeden Tag 14 Bilder von sich in Strapsen macht, möchte ich euch das jetzt nicht antun. Also da würde ich halt einfach eins aus dem Album wählen. So, jetzt klicke ich unten auf Schreiben, kriege jetzt hier so eine Postkartenansicht. Besonders schön ist, dass man es nicht in Querformat drehen kann, weil das ja auch viel einfacher wäre zu schreiben. Warum sollte man das wollen? Ich gebe jetzt also hier meinen Text ein. Hallo, liebe Oma. Ich schreibe hier übrigens, meine Oma ist vom Mellmark und die hat ein bisschen andere Sprache als wir. Die versteht es auf jeden Fall. Kommt da nicht der Alf her? Genau, da kommt der Alf her. So. Schön, dass wir es geklärt haben. So, Alf. So. Fertig, der Text ist eingegeben. Ich kann jetzt also. Oh, schon schön, man sieht zumindest, wie viel Platz es wegnimmt, die Formatierung. Das ist richtig. Also, es zeigt er mir hier auch an. Ich kann hier nur, jetzt sagt mir jetzt auch 7 Zeilen übrig. Ah, ja, das ist ganz nett. Ich kann hier wirklich mir das so formatieren, wie ich es haben möchte, dass es genau reinpasst, wenn es denn sein muss. Ich kann auch sagen, ich möchte da eine andere Schriftart haben. Also, das ist halt jetzt so eine Markerfeld-Geschichte. Ich kann Times New oder Arial benutzen, je nachdem, wie man das halt lieber mag. Deine Oma heißt Traudel. Meine Oma heißt Edeltraut. Und ich kann jetzt hier hingehen und ich kann mir Adressen auswählen. Entweder indem ich sie eingebe oder indem ich sie auswähle aus dem Telefonbuch. Jetzt mal gucken, ob du meine Adresse drin hast. Klar, Mann. Ach, du hast nach vorne sortiert. Ja, natürlich. Ich bin voller US-American, you know. Genau, so. Jetzt hat er automatisch meine Adresse eingeschickt. Also wenn ihr Geldpakete schicken wollt, nehmt diese Adresse. Alle Pakete mit gutem Inhalt. Gut. Also wir nehmen auch Schokolade und Gummibärchen und Kekse. Und jetzt hat er das automatisch gefüllt. Das ist ganz nett. Ich kann es natürlich auch per Hand eingeben. Jetzt kann ich mir die Karte mal angucken. Wenn ich drauf drücke, zeigt er mir die Rückseite an. Das ist relativ zweckfrei, aber es ist mal. So sieht man das Bild nochmal größer. Und jetzt geht's ans Senden. Er sagt mir jetzt alles klar, du hast alles schon ausgefüllt. Das ist ganz toll. 5 Sterne. Und jetzt gehe ich auf Senden und bezahlen. Die Karte wird erstmal übertragen an deren Server. Das dauert vielleicht im Ausland ein bisschen länger. So war das zumindest in meinem Rhodos-Urlaub. Da sitzt man dann schon mal 5 Minuten da und wartet auf so ein Bild. Ich muss mal kurz hier an meinem Kabel ziehen. So, und jetzt kommt man zum Bezahlvorgang. Eine Postkarte kostet, inklusive Druck, 1,49 Euro. Je nachdem aber, wie man sie bezahlt. Ab 1,49 Euro. So, Basti at. Ah, das geht natürlich nicht im Wort. Das ist mein erster Kritikpunkt. Er speichert sich diese E-Mail-Adresse nicht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jedes Mal das von einer E-Mail-Adresse haben möchte? Auch, dass du keine auswählen kannst, ist merkwürdig. Ja, es ist ein bisschen bescheuert. So, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich bezahle den PayPal, dann kostet mich 1,49. Macht nur Mikro? Nee, ist alles cool. Dann kostet mich die Karte 1,49. 1,49 beinhaltet Ausdruck der Karte und Versenden. Ich kann es per Lastschrift machen, kostet mich auch 1,49. Wenn ich es mit Kreditkarte machen soll, kostet 1 Euro und 1 Cent mehr. Was natürlich ein bisschen schade ist, man bekommt jetzt nicht diese für Postkarten Briefmarkensammler. Nicht diese aus dem Land typischen das Postkarten. Stimmt. Also die Postkarte wird von Deutschland aus verschickt. Die Firma sitzt in Deutschland. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel Direktlastschrift an und kann dann meine Kontodaten eingeben. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Kontodaten auswendig weiß. Nicht so wie ich, der sich dann jedes Mal geärgert hat, weil er wieder nachschauen musste. Die meisten Leute wissen das auswendig, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ich finde es hier auch schade, dass das nicht gespeichert wird. Aber nichtsdestotrotz, es kommt eine Karte an, deren Druck akzeptabel ist. Es ist halt ein iPhone-Foto. Also was ich halt dann mache, ich kann hier zum Beispiel, das kann zum Beispiel die Post-App kann da auch noch Texte drauf machen und so weiter und so fort. Okay. Was ich meistens mache, ich nehme mir Camera Plus, das haben wir euch schon mal vorgestellt. Die neueste Version von Camera Plus kann jetzt auch Texte einfügen in Bilder und ich bearbeite die Bilder ein bisschen nach und füge dann noch Texte und Rahmen ein. Man muss nur schauen, dass das richtige Seitenverhältnis da ist, weil alles andere wird einfach abgeschnitten.
Ja, und dann drückt man auf Senden. Wenn man das, glaube ich, vor 18 Uhr abgeschickt hat, geht das am selben Tag noch raus. Und innerhalb von Deutschland kam das bisher immer am nächsten Tag an. Und das ist schon ganz eine ganz, ganz angenehme Sache. Man kann weiß ich nicht, am Strand sitzen, Fotos machen und sie, während man dort sitzt, noch eine Postkarte nach Hause schicken. Und die Postkarte kommt an in der Regel, bevor man wieder zu Hause ist. Es sei denn, man schickt sie an, wenn man gerade wegfliegt. Ja, das ist natürlich sehr cool. So viel zum Dr. Redeschwall, Sehr schönes App. aka ich. Ja, sehr schöne Idee, sowas zu machen. Postkarten Umsetzung halt mangelhaft, fast aber so gut wie E-Mail. wie gesagt, es gibt nichts Besseres. Ich habe nicht, dass jetzt hier die Kommentare kommen. Ich habe getestet Karze, also Kartensender, Pokermax, DHL, Fun Post von der, oder Fun, was weiß ich, von der österreichischen Post, das allerletzte. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt, liebe Post.at. Pokermax, dieses. Es gibt wie Kartensender, es gibt drei, vier verschiedene Postkarten, die genau dasselbe sind, nur von einer anderen Firma, die sehr auf dasselbe Framework aufbauen. Es ist alles Grütze. Es ist wirklich alles Grütze. Ich habe von verschiedenen Twitter-Followern von mir Tipps bekommen. Alles probiert, es ist alles Grütze. Wenn jemand von euch sagt, Mensch, du hast aber XY vergessen und das ist ganz, ganz, ganz toll, sagt mir Bescheid. Ich glaube nicht. I challenge you, Zuschauer. Vielen Dank. Ja, was mache ich, wenn ich nicht nur eine Postkarte verschicken will, sondern lieber einen, was weiß ich, einen ganzen Tag, den ich verbracht habe im Ausland oder einen ganzen Firmentrip oder keine Ahnung, ein Messe-Event, den ich in verschiedene Fotos festgehalten habe mit Informationen. Ja, dann benutze ich natürlich keine Postkarte, wäre ja auch irgendwie ein bisschen zweckfrei, weil im Zweifel meine Firmenkollegen nicht alle die Post am selben Tag öffnen, sondern ich möchte es per E-Mail verschicken. Kann ich natürlich am iPhone wunderschön eine normale E-Mail aufmachen und dann den Text da reinmachen und mir die Finger dabei brechen, wie ich die Bilder hinzufüge. Oder ich benutze Wonderful Days. Wonderful Days ist genau für solche Sachen entstanden. Das ist sozusagen ein Tagebuch. Also man kann es zum einen als Tagebuch benutzen oder man kann es benutzen, um besonders coole Erlebnisse mit Fotos abzuspeichern. Es synchronisiert die Daten derzeit mit Evernote. Also es gibt momentan nur das iPhone-App, aber es synchronisiert, wenn es mehrere Geräte gibt, also ein iPod zum Beispiel. Es gibt es momentan noch nicht auf dem iPad, aber ich denke mal, dadurch, dass es synchronisiert ist, wird wohl noch eine iPad-App irgendwann dazu geben oder vielleicht im Zweifel sogar eine für den Mac. Ja, und was kann ich jetzt hier Synchronisiert machen? mit Evernote? Ja. Das ist ja erstaunlich. Ich Yes. hätte jetzt Dropbox erwartet. Hätte ich auch gedacht, ist es aber nicht, weil wenn wir Cool. hier reingucken aufs i, Sync with Evernote. Coole Sache. Und wie es so ist, wenn ich private Informationen natürlich irgendwo speichere, habe ich die Möglichkeit, es mit einem Passwort zu schützen. Was natürlich auch sehr wichtig ist. So, ich gehe jetzt einfach mal hier in ein. Ich lege jetzt einfach mal ein neues Dokument an. Also, fangen wir nochmal an. Ich habe hier die Möglichkeit, zum einen so generelle Settings abzustellen. Hier gibt es verschiedene Themes, die ich auswählen kann. Kann gleich direkt durchscrollen. Die werden dann am Anfang gleich benutzt. Ich habe hier das Scrap Paper benutzt. Dann kann ich sehen, wie meine Bilder, die ich hinzufüge, eingebunden werden. Gibt hier auch ganz viele lustige Optionen. Genau das gleiche ist auch mit. Es gibt verschiedene Schriftarten, Richtig viele die sogar. ganz hübsch auch aussehen. Ich kann die Größe des Textes verändern und genau, das sind die Haupteinstellungen. Ich gehe mal auf Dann. Jetzt lege ich einen neuen Text an. Wie ihr sehen Oh, könnt, hübsche fährt es hier so, Animation. ist hübsch animiert. Ich kann jetzt hier nach unten scrollen, habe oben kann ich jetzt hier Sternchen eingeben für die Informationen, kann hier auf die Klammer klicken, kann jetzt hier Mood und Weather, dass ich gleich weiß, was war das für ein Event. Das war ein Event, wo ich mich richtig amüsiert habe. Es ist heute der Tag zum Beispiel. Und wie war das Wetter? Es war super sonnig. Stimmt alles? Genau. Ich Drücke hätte mir hier jetzt schon ein daneben hin. Herzchen gewünscht. Okay, kriegst du ein Herzchen von mir. Oder Okay. sogar zwei. Oh, So. toll. Jetzt bin Jetzt ich kann ganz ich schön hier gerührt. Sachen reinschreiben. Zum Beispiel Digital Upgrade. Dreh. Es ist Friedrich. brütend heiß. Fünf Sterne. Genau. Ich kann es natürlich jetzt auch drehen. Aber wie ihr wisst, Brüteis. Brutheiß ist auch Brüteis gut. ist gut. Brütend. Heiß und noch ein S. Schön. Jetzt kann ich hier runter. Zum Beweis kann ich jetzt hier noch, wie gesagt, ein Foto hinzufügen, nämlich ein Foto von Von Basti. meinen Schweißperlen Genau, auf da der zoomen wir jetzt Stirn. am besten ein bisschen rein. Schweißperlen scharf. Ja, wunderbar. Zack. Foto ist geschossen. Ich kriege hier eine Preview. Drücke auf Use. Jetzt wird das hier prozessiert.
Processing, was heißt, es wird prozessiert? Nein, wird es nicht. Verarbeitet. Und das Bild wird direkt hier hinzugefügt unter den Text. Auch hübsch mit diesen Ecken, die da im Papier verschwinden. Ich kann dann hier auch einfach weiterschreiben. Im Endeffekt würde ich jetzt hier im Zweifel noch ein zweites Bild hinzufügen. Kann jetzt hier auf meine, aus meiner Library, kann hier die Location adden, was auch schön ist. Dann weiß ich, wo war ich gerade in dem Moment, als ich das Bild hinzugefügt habe. Hier drücke ich auf Save. Das wird jetzt hier allerdings oben mit angezeigt. Also wie ihr seht, das ist jetzt hier Puchheim. Und das war's. Jetzt kann ich einfach ganz normal rausgehen. Es ist jetzt als neuer Event hier angezeigt. Wird als neuer Event hier angezeigt. Ich kann hier mir das auch nach Locations sortieren lassen, die Einträge. Das dauert natürlich alles ein bisschen, weil jetzt die Daten laden muss. Dann habe ich die Möglichkeit, mir eine ganz normale Datumsansicht anzeigen zu lassen. Wann habe ich welche Einträge gemacht? Sehe auch hier so kleine Infos, wann war was. Wenn ich hier reinklicke, zum Beispiel hier, 7. habe ich was reingeschrieben, 6. Und was natürlich jetzt noch viel interessanter ist, ich möchte natürlich das nicht nur irgendwie hier drin, ich möchte das anderen Leuten mitteilen. Das ist vielleicht hier ein bisschen langweilig. Ich schaue mal diesen Demo-Tweet, der ist auch ganz schön. Sind hier die Informationen, wie die Bilder eingetragen. Ich habe das hier im selben Stil gleich gehalten, damit ihr wisst, wie es ausschauen wird. Ich kann jetzt hier auf dieses Share, auf den Share-Button drücken. Ich kann es jetzt per Mail verschicken. Ich kann es natürlich theoretisch über AirPrint printen. Ich kann es als PDF speichern. Und wenn ich auf Mail klicke, kann ich es auch gleich als PDF vermailen. Und was jetzt? Aber auch als HTML, das ist natürlich auch schön. Das ist sehr gut. Und kann jetzt hier einfach hier eine Adresse hinzufügen. Ja, machen wir das anders. Machen wir hier, ich glaube, Basti. Hier die, schön. Und der setzt auch gleich den Tag ein, mit dem man erlebt hat. Da kam jetzt für sich hier Messe-Event 2011 oder was. Und dann drücke ich auf Send. Also es ist wirklich schön. Ich stelle mir das vor, wie du vorhin gesagt hast. Wir sind im Ausland auf einer Messe unterwegs. Und wir schicken den Kollegen nach Hause normalerweise immer sowas und machen das halt per Hand. Und das ist tatsächlich schön, weil man kann zwischendrin einfach mal wieder ein Stückchen schreiben, ein Foto dazu machen, das man vielleicht schon gemacht hat. Und es sieht dann wirklich hübsch aus. Und wenn ich es direkt als HTML-Mail verschicken kann, dann müssen die Kollegen zu Hause nicht mal irgendwie PDFs aufmachen oder irgendwas. Also echt eine coole Idee. Du hast mir vorhin mal was geschickt und es sieht echt toll aus. Also es ist wirklich, das sieht tatsächlich, im Vergleich ist es natürlich alles ein bisschen größer wie am iPhone, aber es behält den Charme. Also man kann das war von A4 PDF, was ich bekomme, man kann das ohne Probleme ausdrucken. Ich denke, das sieht dann auch sehr, sehr schön aus. Und also ich persönlich bin echt begeistert. Ich dachte erst, als du mir gesagt hast, das ist so eine Tagebuch-App, jetzt hat er nicht mal einen Schrank, aber ich bin positiv überrascht, muss ich gestehen. Ja, sehr schön. Freut mich. Yeah! So, dann haben wir noch eine letzte Sache. Ich hoffe, ihr habt noch keine Mails geschrieben wegen den Postkarten, weil es gibt nämlich tatsächlich eine App, die noch besser ist, als was ich euch gezeigt habe. Sie hat aber zwei Schwächen. Und zwar haben wir vorhin schon Instagram gezeigt. Ja, man braucht einen Instagram-Account. Bräuchte man gar nicht. Bräuchte man nicht, aber damit macht es am meisten Sinn. Und zwar möchte man vielleicht auch diese Instagram-Fotos per Postkarte verschicken. Die sind ja jetzt quadratisch, das würde bei Beispiel einer Postkarte einfach weggecroppt werden. Nicht so mit Postagram. Postagram ist ein Dienst, der sich an Instagram ranschraubt. Und die App ist schön, die App ist gut gemacht, es ist günstig. Die App ist kostenlos? Die App ist kostenlos, leider gibt es sie nur im US-Store. Und die Sachen werden nur aus den USA weggeschickt, was also relativ lange dauert. Aber wir können jetzt einfach mal hingehen und sagen, alles klar, wir haben Postagram geladen. Wir können jetzt was aus unserem Fotoalbum laden. Wir können was aus unserem Instagram laden. Und wir können Facebook-Sachen laden. Wir haben uns jetzt nicht verconnected damit, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Wir können jetzt also mal auf unsere Instagram-Library gehen. Du hast dich hier wahrscheinlich vorhin schon verbunden mit deinem Instagram-Account. Jawohl. Und ich wähle jetzt einfach ein Foto aus. Das wird jetzt da angezeigt. Genauso sieht die Postkarte nachher aus. Ich kann ein Profilbild hinzufügen oder halt keins wählen. Er hat jetzt mal das Standardprofilbild aus Instagram genommen. Ich könnte jetzt aber auch ein Foto machen und ich kann hier noch eine Nachricht reinschreiben. Also, das ist mein Tag. Oder? Genau, das ist der Subtitle, der unterhalb von dem Bild in Instagram drin steht. Ich kann jetzt das halt vollschreiben hier auf der Seite, wenn ich das möchte. Also, ja, ihr seht, was ich meine. Jetzt gehe ich weiter. Und jetzt gebe ich da eine E-Mail-Adresse ein. info@digital. Leg mich doch. digitalupgrade.de. Go!
Ja, ich könnte jetzt, hätte jetzt vielleicht einfach meine Adresse eingeben können, weil ich habe da schon einen Account in Info, ne, war. So, Peter, bitte mal kurz das Ding ausblenden. Ich müsste da mein Passwort eingeben. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, das war wohl nicht mein Passwort. Dass du es wieder gestort hast, irgendwo, so ein gemeines Passwort. Offensichtlich habe ich wieder ein gemeines Passwort. Ist ja super, dass du dich so gut vorbereitet Spielt aber hast. keine Rolle, weil wir müssen es ja eigentlich jetzt nicht wegsenden. Weil was jetzt noch kommt, ist, wie willst du es wegsenden? Das Einfachste ist, ich kaufe mir vorher bei Postogram auf der Webseite Credits. Und dann wird es auch billiger, wenn ich mehr Credits kaufe. Ich habe mir jetzt zum Beispiel für 9 Dollar irgendwas, kaufe ich mir 10 Credits. Da kann ich dann 10 Karten verschicken. Und der Clou an der Karten, in den Karten ist, sie sind viel dicker. Also diese normalen Postkarten, das ist Fotopapier. Die fühlen sich halt an, wie Fotopapier sich Und was anfühlt. das Schöne an diesen Bildern ist, man kann auch schaffen, dass sie an einem kleben bleiben. Das Das sind war. sozusagen permanent wird man daran erinnert. Bei dir bleibt es nicht kleben. Du bist wahrscheinlich schon zu feucht. Ich habe es einfach mal am Boden gelegt. Also die Postagram-Karten, die sind viel dicker und der Clou, der wirkliche Clou, der kommt jetzt erst, dieses quadratische Bild, was da drin ist, kann ich rausbrechen aus der Karte. Leider ist die Karte, die ich verschickt habe vor 2 Wochen, immer noch nicht da. Das ist halt der Nachteil. Sie kommen aus den USA, es kostet mich nicht mehr Versand, aber der Versand dauert halt lang. Das heißt, zum Versenden aus dem Urlaub, damit die Karte ankommt, bevor man da wieder zurück ist, bringt nur dann was, wenn die Karte in die USA soll. Ansonsten bringt es nicht viel. Aber es ist die schönste App, die best zu bedienste App. Wenn ich mich da einmal eingeloggt habe, muss ich mich da nie wieder einloggen und meine blöden Daten angeben. Und ich kann halt gleich Fotos nehmen, die halt schon so ein bisschen azifazi durch Instagram durchgeladen worden Ja, sind. sehr gut. Ist natürlich super. Also ist eine schöne App und Wir warten darauf, dass es irgendwann auch für Europa genau, gut also das wäre noch verfügbar wirklich ist. schön. Ihr könnt es halt wirklich nur kaufen, wenn ihr U einen US-Account habt. Ansonsten kommt ihr an die App gar nicht ran. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz. Aber wahrscheinlich wollen sich die schlechten Bewertungen von wegen, ich dauert 3 Wochen, bis ich da ist. Ja. Einen Stern nicht kaufen. Bewertungen sparen. Richtig. Das ist sozusagen der integrierte Trollschutz. Wahrscheinlich. Also wie dem auch immer sei, es ist eine tolle App, der Service ist toll, es hängt an dem tollen Service, aka Instagram, dran. Und ich habe viel positives Feedback im Voraus über die Qualität der Karten bekommen. Ich weiß aber nicht selber, wie sie sind, aber die App hat mich so überzeugt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs, die so eine schöne, durchdachte, funktionale App mit so einer schönen Idee machen, dass dann das Endergebnis hinten beschissen ist. Kann ich mir Ja, nicht kann ich vorstellen. mir auch nicht vorstellen. Ja, so viel zu unserer Holiday Digital Upgrade Sendung hier aus dem Digital Upgrade Studio. Leider nicht im Urlaub sind wir. Verdammt, wir hätten da so einen blöden Palmenhintergrund einblenden sollen. Da haben Ja. wir die Technik und machen es nicht. Spinnst du, das ist ein echtes Studio. Ach so. Wie hätten wir erst jemanden gebraucht? Ja, gut, wir haben ja momentan österreichische Aushilfspraktikanten. Die hätten ja zur Not die Palmen reintragen können. Stimmt, stimmt allerdings. An dieser Stelle erstmal noch vielen Dank für unseren österreichischen Aushilfspraktikanten, dem Peter Krammel, wer ihn kennt aus so bekannten Podcasts, die auch über 300 Zuhörer haben, wie Touch Talk. Also wen dieses Gerät interessiert und andere Touch-Devices, wer Hintergrundinformationen und inklusive Interviews mit dem Chef von HP haben möchte, Meine der hört Touch Marketingaktion war viel Talk, cooler. weil der Leo Apotheker hat natürlich bei Touch Talk angefragt, ob er nicht ein Statement abgeben darf. Na ganz im Ernst, touchtalk.at, cooler Podcast rund ums Thema Touch-Devices. Danke an dich, Peter, dass du Die Knöpfe deine drückst. wertvolle Zeit hier bei uns verbrätst und dich braten lässt. Was haben wir heute gezeigt? Fünf Apps, nochmal im Schnelldurchlauf. Einmal, wie heißt es, Ontario? Nein, ich weiß es nicht. Passt, aber man kann es sich auch in Ontario benutzen. Onavo. Onavo, genau, dann hatten wir Instagram und Postkarte und Wonderful Days und dann noch.
Wie heißt das letzte? Postagram. Ja, das ist es. Genau, die fünf Apps, die fünf Must-Have-Apps für den Urlaub, zumindest vier, bei Postagram, vier, ja. Mai, ist ein nettes Add-on zu dem zweiten. Vier Must-Have-Apps für den Urlaub. Das beste Must-Have-App ist für den Urlaub ist Entspannung, Abschalten und schönes Wetter kann ich zumindest empfehlen. Ja, der nächste Urlaub kommt bestimmt. Schickt uns doch mal ein Instagram, schickt uns von mir so eine Postkarte, wenn ihr im Urlaub seid. Ihr wisst ja jetzt, wie das funktioniert. Schickt uns auch gerne eine Zusammenfassung mit Wonderful Days. Spart Datmit und Navo. Und wenn irgendwas Schönes bei rumkommt, können wir das auch mal auf den Blog stellen und verlinken. Die Adresse habt ihr jetzt von mir persönlich. Die ist ja jetzt, findet ihr aber auch im Impressum. Ja, schickt uns Zeug, wenn ihr wollt, dann, dass wir mal sehen, wer sowas dann tatsächlich benutzt. Auch wenn ihr nicht im Urlaub seid, sondern über eine Postkarte freuen wir uns immer. Macht ein Foto von einem Kuchen beispielsweise. Schickt uns einen Kuchen, ist auch in Ordnung. Also die Adresse gilt auch dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's für heute. Bevor wir jetzt sterben, weil hier keine Klimaanlage pustet, machen wir Schluss. Und absparen. Ah, wir müssen noch was sagen. Oh, stimmt. Verdammt nochmal. Gut. Upgraded. Yeah. Und der Abspann läuft. Und während der Abspann läuft, kannst du bitte gleich mal die Klimaanlage anschalten, sonst sterben wir. Boah, das macht das Licht aus.